Am Schwechater Waldfriedhof wurden die Urnenmauern erweitert und auch der Ort der Stille wurde vom Schwechater Künstler Paul Sukop neu gestaltet. In einer sich wandelnden Gesellschaft verändern sich auch Traditionen. Neben den klassischen Erdgräbern zieht der Trend der vergangenen Jahre nun in Richtung Urnennischen und diese erfreuen sich inzwischen einer großen Beliebtheit. Besinnliches zum Jahresanfang kann man sagen, der Urnenhain wurde erweitert. Der Urnenhain wurde erweitert, der war schon vor Jahreswechsel fertig, der Teil. Wir wollten das aber erst nach Weihnachten dann bekannt geben. Worauf wurde beim Bau dieser Urnengräber Wert gelegt? Wert gelegt wurde darauf, dass wir möglichst einen schönen Zugang haben, dass die Umgebung auch sehr friedlich ist und dass man sich wohlfühlt, sofern man sich wohlfühlen kann auf einem Friedhof. 152 dieser Urnennischen zählte der Waldfriedhof in Schwechat bisher. Nun wurden neue errichtet. Erstmals aber auch eine beidseitige Urnenwand. Naja, beidseitig werden sie letztendlich meistens eh, weil wir sehen, dass in den letzten Jahren die Urnenbegräbnisse wesentlich zunehmen. Und bis jetzt haben wir immer eine Seite gebaut und dann haben wir auf der Rückseite, da wo es möglich war, eine zweite dazu gebaut. Diesmal haben wir es gleich so geplant, dass es doppelseitig ist. Und die Verlängerung, die man sieht, wo jetzt interimistisch eine Bank entstanden ist, was ich sehr nett finde, wird dann bei der weiteren Erweiterung irgendwann wieder mitgebaut. Die haben nur gleich in einem betoniert und das ergibt sich gut, weil man seine Tasche abstellen kann und auch mal ein paar Minuten rasten kann vorerst. Wie viele Urnengräber gibt es hier? Ich kann jetzt nur sagen, dass wir 48 in dieser neuen Anlage haben. Insgesamt müsste man sich jetzt umschauen. Es sind die Wände immer ungefähr gleich lang. Jetzt sage ich mal, in etwa werden 50 da sein, weil es auch doppelseitig ist mittlerweile. Dann haben wir knapp 50 da und da drüben werden es weniger sein. Also ich glaube mal, dass wir auf die 100, 120 kommen. Es ist ein stiller, schöner, attraktiver Ort geworden, soweit so etwas attraktiv sein kann. Wenn jemand Interesse hat, ein Urnengrab zu erwerben, wohin wendet er sich? Er wendet sich an die Abteilung bei uns, die zuständige Abteilung, und ist jederzeit verfügbar in einem Urnengrab. Wir haben dementsprechend vorgesorgt, dass immer Urnengräber verfügbar sind. Und wir haben ja noch etwas, was vielleicht immer noch nicht in der Bevölkerung so angekommen ist, nämlich ein Stück weiter hinten so eine Naturbestattung im Angebot sozusagen. Das nimmt durchaus Formen an in allen möglichen Gemeinden und wir haben das jetzt seit 2 oder 3 Jahren auch im Angebot. Da gibt es eine verrottbare Urne und man wird auf einem Wiesenstück beerdigt. Wir werden das noch ein bisschen aufmotzen, weil das Gefühl scheinbar zu sein scheint für die Hinterbliebenen. Ist das zu wenig, wenn man nur weiß, irgendwo auf dieser Wiese? Und ich möchte jetzt gern dort noch so eine Möglichkeit, dass man sehr wohl eine Gedenktafel anbringen kann, bei der man innehalten kann, auch eine Kerze hinstellen kann und weiß halt, auf dieser Fläche liegt mein Angehöriger, mein Freund, meine Freundin. Die Leute, die versterben, wünschen sich das eher als die Hinterbliebenen im Moment. Drum wollen wir es noch ein bisschen adaptieren. Der Ort der Stille, auch dieser am Rand des Waldfriedhofs liegende Bereich, erhielt eine Aufbesserung. Anstelle einer alten Blechtafel wurde nun vom Schwechater Künstler Paul Sukop der Ort der Stille optisch liebevoll verschönert. Es war uns ein Bedürfnis, dass wir diesen Ort der Stille etwas verschönern. Der Schwechater Künstler Paul Sukop hat sich dem angenommen und hat ein sehr schönes Projekt erstellt. Ein Teil war schon vorhanden, den hat vor vielen Jahren mein Vater gestaltet. Ja. Und ich wollte jetzt da eigentlich nicht in dieses Bild eingreifen mit meinen Arbeiten. Ja. Und darum ist das alles ein bisschen so nach links gerückt und die Tafel nach vorne jetzt da. Wobei ich dazu sagen muss, bei dieser Tafel ist wichtig, dass diese Tafel jetzt lesbar ist, ohne dass man in die Wiese reingeht oder irgendwo hin, weil viele Leute haben dann irgendwie ein bisschen, soll da, darf ich da reinsteigen oder sonstiges. Darum ist es jetzt besser, wenn man es vom Weg her lesen kann, diesen Vers da jetzt, der jetzt da auf diesen Sockel platziert ist. Und die Gestaltung auf der Seite, das soll ein bisschen so diese Seelen oder Körper, die halt jetzt da um uns herum sind, darstellen.
Ich habe diesen Platz auch nicht ganz von Beginn an gekannt, aber wenn ich ab und zu hier meine Runden drehe, bin ich irgendwann drüber gestolpert und da stand wirklich eine alte Blechtafel, die nicht in einem besonders hübschen Zustand war, auf der ein Spruch eingraviert war, der den Menschen ein bisschen Trost geben kann, die ein Kind nicht geboren oder Kinder, die nicht auf die Welt kommen konnten oder die ganz klein verstorben sind, für die ist dieser Platz, denken wir, ursprünglich geschaffen worden. Und das, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr Mädchen, um auszuhalten, wenn das so wenig liebevoll und emotionsgeladen gestaltet ist. Und wir haben mit dem Paul Sukop einen Künstler in der Stadt, der uns mit guten Ideen und auch sehr feinen und feinsinnigen Umsetzungen zur Seite steht. Und er hat es einfach jetzt auf eine Art und Weise gestaltet, wo ich mir denke, dass die Leute, die hierher kommen und hier auch verweilen wollen, auf der kleinen Bank, die da hinten ein bisschen versteckt steht, damit man auch seine Ruhe hat, sich auch einigermaßen aufgehoben und wohlfühlen können. Welchen Zugang hat ein Künstler zu einem Friedhof? Zu einem Friedhof? Ja, solange man lebt, macht man vielleicht, kann man gestalten oder mithelfen, wann eben jemand kommt und fragt. Weil es geht ja nicht nur jetzt um sowas. Jetzt da, es ist ja oft jetzt da auch bei Grabsteinen, dass trotzdem ein Künstler auch gefragt wird und da seine Ideen mit einbringt und nicht nur der Steinmetz. Und natürlich, dann ist halt der letzte Platz auch für den Künstler.